Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Wie wir beginnen, ist bekannt, eine Erklärung wäre überflüssig. Wenn wir durch sind mit unserem ersten Zug und die Lager wieder geleert wurden, müssen dringend weitere Arbeitskräfte angeworben werden. Ich schiele da in Richtung Handwerker. Wer von euch wollte jetzt nochmal einsteigen in den Zug der Träume? Ah, da bin ich doch schon richtig. Einmal von dir ausgehend nach unten gezogen. Natürlich sind da unten wieder ein paar, die nicht mitziehen wollen, war ja klar. Aber hier am Rande standen doch auch noch welche. Genau, ihr sieben. Ihr zieht mit, dass das mal klar ist. Wunderbar, wenigstens ihr hört auf mich. Und hier unten ihr? Wirklich nicht? Gibt's da nichts, womit ich euch umstimmen kann? Gut, okay, ein Kaufhaus in Reichweite, eventuell, aber so kann ich da jetzt nichts machen. Dann war es das mit der Etage Nummer 2. Einmal hier in Gesamtquan Falls und wo könnten wir denn da jetzt weitermachen? Vielleicht hier drüber? So direkt unterm Palast? Ich denke, das wäre nicht verkehrt. Ihr wart schon Stufe 4 und 5, jawohl. Also mache ich da mal eine 3 draus. Zack, fix geht's. Na kommt. Ihr gleich noch hinterher gesprungen. Und wie sah es denn hier drüben aus? Ging ja auch noch nicht bis ganz nach rechts. Ans Inselende, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal hier, ja. Da fangen wir doch mal hier auf Höhe des Lagerhauses an. Ja, ihr wollt wieder nicht mit, war zu erwarten. Und bevor ich jetzt weitermache, lade ich euch mal aus. Diesmal gibt es noch ein bisschen Stahl extra obendrauf. Die Notreserve. Ball drehen. Alle rüber. Ich. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das Zeug. Die Fenster kannst du gleich mal da lassen. Und dich und einen weiteren Kandidaten, den brauche ich gleich mal. Auch könnte ich auch sofort erledigen. Dann brauche ich dann später nicht zu warten. Während des Transports. Wir laden ein. Die Bücher, die ich da beim guten Archie gekauft habe. Zweimal das. Zweimal das. Hier noch und da noch. Hätte ich alles, was ich brauche. Zum Horizont! Ach so, das war ja hier sowieso aufgeteilt. Am Pikerweg brauchten wir nur noch eine Ladung. Abdrehen beginnen! Na, dann fährst du zuerst da runter, lädst aus und machst dann einen Abstecher rüber nach Starsburg. Neue Befehle? Berlichingen, dich brauche ich jetzt noch. Weil das und das hier müssen wir noch verschiffen. Wendemanöver! Ich zeig dir sogar wohin. Brauchst nur den Kurs abzufahren. Mach ich's dir nicht einfach. Schiffbau abgeschlossen. Sieh nur. Schiff steht wir bereit. Befinden uns. Höre ich gern, brauche ich jetzt aber gerade nicht. Du drehst hier drüben wieder deine Runden. Auf Patrouille! Wie das bei uns so üblich ist, bis ich wieder die passenden Spezialisten für dich habe. So, Meldungen können raus. Hi. Euch machen wir jetzt noch leer. So wie es gedacht war. Und dann wird der Rest an Material auch noch verpulvert. Sind unterwegs! Und wir drücken mal die Daumen. Und zwar beide. Dass das mit den Handwerkern dann reicht. Ich will da die Nähmaschinenfabriken noch aufstellen. Die zwei Bereiche da. Und eventuell auch noch den einen mit Hochrädern. Ball drehen! Eigentlich könnte ich euch auch gleich wieder losschicken. Was könnten wir denn besorgen? Ach, wird ja alles hergeliefert. Ihr seid. Ball. Wie viel seid ihr denn? 1, 2, 3, 4, 5 Stück nur?
Flotte bereit. Dann fahrt ihr alle zusammen in geschlossener Formation rüber zum Lehrfeld. So machen wir das. Ihr zwei seid unterwegs. Oh, sogar gleich angekommen. Da beeile ich mich doch mal. Nicht, dass ihr da auf mich warten müsst. Wäre ja mal was. Und dann hier direkt weitermachen. Bei dir. Da bin ich schon richtig an der richtigen Adresse. Na so, so vielleicht nicht so weit. Das wäre etwas übertrieben. Aber das sollte schon noch drin sein. Ja, wäre sogar noch höher gegangen. Wenn ich es im Nachhinein so betrachte. Ja, doch. Da kann man noch. Ein paar Reihen nehme ich. Bis dahin, um genau zu sein. Und so schnell ist das ganze Zeug wieder verschwunden. Berlichingen, ich sehe, du bist eingetroffen. Zum Horizont! Das lobe ich mir an dir. Einfach fix wie nix hier. Und einmal bräuchte ich hier das, das. Wendemanöver! Und den Rest darfst du gern hier drüben ausladen. Dann packe ich doch mal rein. Aktuell 5948, sind wieder ein bisschen weniger geworden, war auf der einen Insel wohl ein kleines Fest, was noch ein paar Arbeitskräfte spendiert hat. Tja, jetzt ist beendet, jetzt sind sie verschwunden. Jetzt muss ich mich darum kümmern, die Zahlen weiter steigen zu lassen. Damit sind wir schon mal auf 8510. Ah, und da hier drüben jetzt gleich noch was dazukommt, werden wir die 10.000er-Marke übersteigen. Ein geschickter Zug, sich dieses... Und damit lässt sich was anstellen. Raus mit euch und rein damit. Ach, natürlich, hätte ich gleich hier drüben vom Biegerweg die restlichen Items, die da jetzt wieder angefallen sind, abtransportieren können. Ach, wieder nicht mitgedacht. Berlichingen. Dann dreh du mal 180 Grad und fahr dahin. Korrigiere meinen Fehler. Dann zweites Rathaus bei euch. 11.620. Na, eins habe ich noch. Eins geht noch. Eins ist noch drin. Nicht, dass ich dann doch noch eine weitere Insel abrüsten muss, aber hoffen wir mal nicht. Diesmal nimmst du den ganzen Kram wieder mit. Frachtschiff steht bereit. Und so verschafft uns das letzte Rathaus immerhin noch eine Endpunktzahl von 13.700 und ein paar zerquetschten. Abdrehen beginnen. Ich glaube da nicht dran, dass es für alles reicht. Nicht mal unbedingt für zwei Bereiche. Aber ich täusche mich da ja gern. Die Items hatten wir drin, jawohl. Alles das, was reingehört. Puh, von 13.600 mit einem Bereich springt's. Oh! Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Oh, 135 waren's nur. Da hatte ich jetzt eine andere Zahl im Kopf. Na, umso besser. Das spielt mir doch in die Karten hier. Dann wird's auch noch was. Ist das mit. Aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Den Hochrädern. Die brauchen ja sowieso nur die Ingenieure. Genau so war das. Und einen weiteren Bereich könnten wir noch basteln, aber den wollten wir ja mal freilassen. Falls, ja falls, da doch noch irgendwas anderes reingesetzt werden muss. Der kleine Notplatz.
wo man mal ausweichen kann. Gut, damit wäre das Industriegebiet jetzt auch abgehakt. Ah, so viele schöne Sachen wieder produziert werden. Könnte man langsam damit anfangen, mal intensiver einzutauschen, den ganzen Kram hier. Braucht ihr eigentlich noch Lagerhäuser? Nicht wirklich. Da standen genug drumherum. Ja, da war alles verteilt. In Ordnung. Dann bitte jetzt noch einmal hier die Damen und Herren einladen. Fahr noch mal rüber nach Starsburg. Weil es da drüben so schön war. Gleich noch mal angefahren. Den guten Hafen. Und dich können wir auch gleich ausladen. Zum Horizont. Das ist doch mal wieder gutes Timing hier. Könnte immer so laufen. Bald reden. Merkt ihr das mal? Dann schaue ich doch noch mal in die neue Welt. Wie sah es denn da aus? Waren wir hier eigentlich fertig? Die Bereiche hatten wir schon mal eingeplant für die Zukunft. Kann man es dann später aufstellen. Schienen standen auch schon. Aber was, welche Ware wird auf dieser Insel noch produziert? Einen Bereich müssen wir auf jeden Fall noch klar machen für Kampfer. Aber wirklich nur einen. Eine Handelskammer hin, 5, 6, 7, 8, wie auch immer, Barmschuh dann drumherum gesetzt und das soll dann reichen. Und den Rest? Ich tendiere ja in Richtung Kaffee. Wenn man sich mal die Gesamtverhältnisse anschaut, Produktion, Konsumgüter will ich sehen, fehlt es zwar bei mehreren, da wir ja schon eintauschen, Schokolade, naja, nicht viel, aber trotzdem höhere Nachfrage als Versorgung. Bei den Zigarren, da produzieren wir noch ein bisschen mehr, als gebraucht wird. Das ist gut so, aber beim Kaffee sieht das ganz anders aus. Da ist schon ein großer Abstand dazwischen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Der mir ehrlich gesagt nicht wirklich gefällt. Wir sollten die Insel wohl noch für Kaffee nutzen. Wo denn? Naja, ihr meldet euch schon wieder, wenn es vorbei ist. Aber zu der Sache hier oben. Man könnte doch eigentlich den Platz noch nutzen, bevor man hier den vergammeln lässt. Stellen wir die ganzen Lagerhäuser mal auf die linke Seite und basteln da unten, wo die gestanden haben, einfach noch ein paar Häuser mit hin. So, hier kann man noch etwas weiter zusammenrücken. Kuscheln! Und schon passt da nämlich auch noch ein weiteres mit hin. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und Marktplatz, Kapelle, Feuerwehr und wo ist die Polizei? Da unten. Reicht aber auch bis da hoch. Jetzt muss ich nur noch schauen nach dem Krankenhaus. Hospital. Zwei Stück. Wo ist das andere? Wieder Tomaten auf den Augen. Ich sehe es gerade nicht. Hallo. Ach, da unten. Na gut, aber reicht bis hier hoch. Gerade so. Immerhin. Schön wäre es, wenn da jetzt zwei rein hinpassen würden. Aber soll wohl nicht drin sein. Oder könnte man... Ja... Nicht wirklich. Und wieso ziehe ich es nicht einfach noch nach oben? Fragt man sich. Also, die Reihe weg. Auf jeden Fall bis dahin. Das ist mal klar hier.
Und dann wird da noch was hingebastelt, hier noch was hingestellt, da noch was dran gesetzt. Die Straße kommt jetzt mal hier hin. Na, was? Schön nebeneinander. Ach. Klappt nicht so. Na, könnt ihr euch auch mittig platzieren. Da ja sowieso nichts drüber geht. Och, Moment mal, geht ja doch ab hier. Ach, Mensch. Sehe ich jetzt erst. Also, können wir es doch so machen. Bräuchte ich trotzdem noch ein Feld hier unten? Ach. Ach, was soll's. Das eine Haus jetzt mehr oder weniger. Fällt sowieso niemandem auf. Besser sieht's ja aus. Die Lücken sind zu. Ob's was bringt? Nicht wirklich. Aber ich wollte es halt so. Dann kurz mal den Bereich bereinigen. Das muss weg. Das muss weg. Die lassen wir mal stehen. Und das brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr. Die Brücke ging nicht weiter nach unten. Aber hier schlängel ich mich jetzt mal wieder so am Fluss entlang. Oder am Berg. Die Flammen wurden gelöscht. Lässt sich dann später mehr für die Felder nutzen. Feuer in Kaujutsa gelöscht. Keine Schäden? Mein armer Rücken. Oh, da steht aber nur noch ein Balken von dem Haus, du. Ganz wackelige Geschichte. Ein Windzug und das Teil fliegt um. Flotte da. Ich wollte euch doch eigentlich aber jetzt gar nicht bestücken. Nein, das wird jetzt nicht erledigt. Ich wollte noch was anderes in Erfahrung bringen. Und das betrifft das Arbeitspensum. Wo hatten wir denn da überall schon rumgespielt? Auf welchen Inseln? Genau, Kokosöl und Zimt. Ach, deswegen. Okay. Minus 21. Dafür lohnt es sich aufzuwachen. Aber tiefer kann ich wohl auch nicht gehen, oder? Hm. 34 Pünktchen hätte ich da noch. Die könnte man doch noch investieren. Also, solange mir keiner auf die Barrikaden geht. Na, 34. Machen wir mal 30. Wir haben wir bei 5 und 26. Ja. 26%. Abändern. Das Ganze. Und nach Kaujutsa schauen. Wie war das hier? Wir halten zusammen. Aufstand. Na, sowas. Wo wir gerade dabei waren, ne? Zitrusfrüchte, Arbeitspensum 50% erhöht, minus 40 Zufriedenheit. Seid ihr denn da überhaupt noch? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Naja. Mal so, mal so. Ein normales Leben, so wie es jeder führen sollte. Gut. Hier oben in Kalau. Würde ich dann gerne nochmal nachschauen. Waren wir hier schon tätig? Nein, waren wir noch nicht. Zufriedenheit, was sagt das? 54. Das haben wir alles Ihnen zu verdanken. Na gut, den Obreras, den könnte man ja noch eventuell Bier und Zigarren vorbeibringen. Aber nur eventuell, um die Zufriedenheit zu steigern. Überrascht mich. Oh. 7? Gebt mir. Da ändert sich nichts. Was ist da denn los? Nanu? Na dann liebend gern.
jetzt nochmal bei dem Zucker. Sind wir bei minus 7 und hier nochmal Schokolade. Ui, minus 27 können wir uns noch nicht erlauben. Da müssen wir später nochmal vorbeischauen. Ist das schon zu viel? Da ginge noch was. Naja, also 15 plus, das ist doch absolut akzeptabel, würde ich behaupten. Das Ganze machen wir jetzt nochmal hier in Palma Chocolado. Ach, ich ziehe einfach hoch und schaue dann später nach. Kakao, mehr gibt's ja nicht. Doch, da Zucker noch. Hätte ich gern. Keine Veränderung im Arbeitspensum. Na, guck sich das einer an. In der Zufriedenheit, meine ich. Da mal minus 6. Da mal minus 28. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang. Können wir denn das verkraften? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe keine Zukunft. Na, das ist aber mies. So viel kann ich da auch nicht rausholen. Es ist noch nicht vollbracht. Oh, ich sehe auch warum. Ihr habt ja hier noch gar keine Kollegen drin und nur ein Rathaus. Na, freilich. Oh, da muss ich nochmal ran später. Das ist aber nichts für heute. Gut, 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 gut. Dann wird hier nochmal gesenkt. Schokolade wieder nach unten. Bleiben wir mal bei 25% vorerst. Zack. Schön, sieht besser aus. Sieht anders aus. Aber klappt so. Und weiter geht's. Cigarro Bredo. Ach. Ja, mehr Tabak. Keine Veränderung. Wenn es doch nur überall so sein würde. Minus 21. Geht ihr mir da auf die Barrikaden? Geht ihr nicht. Super von euch. Ich gebe euch auch später ein Fest. Kautschuka. Na, dann aber mal ordentlich Kautschuk hier rausgeholt aus den Feldern. 50% mehr will ich sehen. Hier eigentlich nichts weiter benötigt. Dann hatten wir noch im Angebot Baumwoll Costa. Wie sieht's denn da aus mit ein bisschen mehr Baumwolle? Und eventuell hier noch ein bisschen gesteigert, das Ganze. Ja, das andere muss nicht sein. Und das brauchen wir auch nicht. Zufriedenheit, sprich mit mir, plus 16, na, meckert nicht. Es gibt Leute, denen geht es schlimmer, glaubt mir das mal. Sando Cafego, waren wir hier schon? 50%, oh, da war ich schon. Und hier 40%, mehr war wohl nicht drin? Nein, mehr war nicht drin. Noch was vergessen? Ah ja, Blisbeak. Auch nochmal Zigarren. Tabak mehr. Gibt schon minus 4 bei euch. Und minus 8. Das ist aber kein Problem. Ja. Noch was übersehen? Da war ich. Hier müssen wir noch ran. Da wird noch gearbeitet, herumgewerkelt, wurde erledigt, gerade eben da gewesen, war man schon, das war mit den Baumschulen auch schon abgeklärt und hier auch angepasst das Ganze. Boah, sind wir ja durch. Kann man jetzt mal schauen, was dabei rumgekommen ist. Alle Inseln will ich sehen, Konsumgüter. So, beim Kaffee hat sich nichts getan. Das war schon erhöht. Leider.
wurde schon nach jedem Strohhalm gegriffen. Und bei den Zigarren hat sich aber noch was getan, sind wir jetzt bei 204 Tonnen. Die Schokolade ist nun auch wieder im grünen Bereich. Gefällt mir. Und also rein aus Interesse, was sagt Kautschuk? 205 durch die eine Insel. Da wäre eigentlich auch noch mehr drin gewesen, hätte man es ein bisschen besser aufgestellt, aber der Rest, da wird ja sowieso eingekauft. Gleiches bei der Baumwolle. Zucker hält sich jetzt auch so knapp die Waage. Aber mit diesen Zahlen lässt sich das schon ein bisschen angenehmer gestalten hier. Dann soll es das für heute auch gewesen sein. Schauen wir, was wir dann in der nächsten Folge mit Chemikos anstellen. Ob wir da wirklich noch Kaffeeplantagen mit draufklatschen oder noch was anderes mit hinkommt. Was wollt ihr denn eigentlich? Ich bin sicher, Sie können uns irgendwie helfen zu erblühen. Kann ich das? Noch, meine gute Dame, ich wollte nun eigentlich Schluss machen. Viele unserer Genossen kämpfen noch gegen La Corona, aber ihre Vorräte gehen zur Neige und der Hunger setzt ihnen zu. Wenn sie etwas Essen erübrigen könnten, sorge ich dafür, dass es sie auch erreicht. Was wollen Sie denn? Ist es erledigt? Aber natürlich! Hier! Mit natürlich Kirsche haben Sie es geschafft. Obendrauf. Das bringt uns dem Traum näher. Wie dem Traum näher? Ihr lebt den Traum. In vollen Zügen. Also ehrlich. Gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Geht's beim nächsten Mal hier weiter und wir verschwinden zur Expedition. Wir treiben ab. Skilla und Charybdis. Ihre Crew versucht die Überquerung einer bösartigen Meerenge. Wie einst Odysseus entlang der Küsten Siziliens sehen sie eine starke Strömung, die dem Hauptstrom entgegenläuft. Die Stärke ist so wild, dass diese Fische mit deformierten Augen und leuchtenden Bäuchen an die Oberfläche bringt. Die Kreaturen, die nicht von diesem Strudel verschluckt werden, enden aufgespießt an den spitzen Zähnen des Ufers. Auf die Strömungen achten und vorsichtig manövrieren, um dem Ufer... Ja. Denkt euch den Rest. Odysseus hatte nicht die Fähigkeit ihrer Navigatoren. Durch eine Reihe von engen Manövern und mit Expertenwissen über die wütenden Strömungen steuern sie das Schiff zwischen den Strömungen und dem Ufer und nutzen den bereitgestellten Schwung, um vorwärts zu stürmen. Der Moment ist kurz und intensiv. Die Crew freut sich und lacht wie Kinder unter den kalten Tröpfchen der stürzenden Wellen. Ja, kann man ja mal machen. Ich red euch da nicht rein. Und an der Stelle sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.